Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zeit dran will euch herzlich willkommen zurückheißen zu Tales of Xillia. Freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erinnert euch, wir haben ja im letzten Part gespeichert. Es ist, sind ein paar Sachen passiert, die zum, ja unter anderem, und das ist wohl das Größte, Milla ihre vier Geisterkräfte weggenommen haben. Und Milla ohne ihre vier Geisterkräfte ist ein bisschen eine schwächere Milla. Die will jetzt aber aus der Stadt raus, meint wohl, sie kann irgendwo noch ein Problem lösen. Ah nee, oh. Fragen die nach uns rum? Okay, wir müssen also geradeaus gehen. Mach mal. Sie glaubt, dass sie irgendwo eine Lösung für das Problem finden kann und kann man wieder mit euch reden, sagt sie jetzt was anderes. Und dafür muss sie zum Hafen, da bringen wir sie hin. Oh, auf einmal war das Licht weg. Wo seid ihr hin, hier Lichtgeist? Doofes Mädchen. Wenn ihr vom Eingang der medizinischen Hochschule von Talim nach Osten geht, kommt ihr an den Seehafen, wo die Schiffe vor Anker liegen. Das ist aber auch ein Zufall, dass die uns das jetzt gerade so verraten hat, ne? Als wären wir blöd. Gehen einfach weiter. Osten hat sie gesagt. Turn right at the first corner? Ist das das hier quasi? Arklon Sumpf. Südöstlicher Bereich. Geht da raus? Ich glaube, wir müssen da zum See. Okay, also wie ihr gesehen habt, Milla ist auch allergisch auf das ganze Zeug. Wenn ich mit den Wachen spreche, werden die dann böse mit uns? Hallo? Boah, jetzt haben sie sogar Spezialeinsatzkräfte stationiert. Was ist bloß los hier? Okay, die wissen anscheinend von nichts. Jeder von uns hat einen Notfalleinsatzbefehl erhalten und seitdem warten wir auf weitere Anweisungen. Aber das ist ja nichts Neues. Uns einfachen Soldaten sagt sowieso nie wer was. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Mich interessiert nicht, was der zu sagen hat. Nicht, dass noch irgendeiner trotzdem uns erkennt und uns dann den Hintern versohlt, ne? Ich glaube, wir sind am Hafen. Sabli Bingong. Hafen. Oh, das ist ein verdammt großes Schiff. Laufen Leute rum. Hallihallo. Matrosen. Das Schiff wird gerade noch beladen. Stop right there! Nein, wir machen noch nichts. What's going on? Oh, ihr seht krass aus. Doctor? Dr. Jude? From a medical school? Ja, ich hab dich vorhin geheilt. Mr. Elden? Is that you? What's going on here? I can't believe you are the one we're looking for. Jude Mathis, I have a warrant for your arrest. There's one for her too. Ihr tickt wohl nicht richtig. I'm authorized to use force if necessary. But I don't want to hurt you. Na dann solltet ihr gehen. Just hold on a minute. We may have done a little breaking and entering, but that hardly makes us public enemy number one. Och, Kinder. So much for that. It looks like they're not listening. Mr. Elden! I'm sorry. But I'm afraid I have my orders. Jude. I can't let them capture me. I have to resist. Then we'll do it the hard way. Go on, get her. Ihr habt keine Schnitte, wir machen euch fertig. Ausgewichen, like Neo. Sehr schön. Das heißt, jetzt gibt's hier ordentlich Ballett, liebe Kinder. Jetzt ist Kirmes. Shit, das Boot fährt. Goodbye, Jude. Forgive me for all of this. Think your next move over carefully, Doc. The more trouble you give us, the harder your sentence. Nein. It's just that I just wanted to. What? Hallihallo? Well, aren't these military types brave? Protecting the world from pipsqueaks like you. Grüß Gott. Save the chit chat for later. Your lovely lady friend's about to set sail, you know. Wait, but I. Listen close, kid. The military issued your warrant, and with the Military Powers Act invoked, you're an ex-marked criminal. If they catch you, you'll face execution. What? Execution? Okay, dann gehen wir halt. Hinrichtung ist jetzt nicht so unbedingt mein Lebensziel. Uns einfach trägt. Und 7000 Meter hoch springt, genau. Leg mich am Arsch, der kann sau schnell laufen. Der ist bestimmt zu Special-Fähigkeiten, man. Guckt euch das an. Yeah!
Oh, Bremsen ist nicht so seine Stärke. What's going on here? The military's doing drills or something on shore. We were just getting out of their way. Yeah. Über komische Wege halt. Aber come on. Do you really think a pipsqueak, a pretty girl and a dashing man like me would be up to no good? Miller ist nicht beeindruckt. It's Alvin. Huh? That's my name. You said that you're Jude, right? Yes, sir. And this is Mila. Mila, Alvin, Alvin, Mila. Hang in there, kid. Okay. Sagst du mir, was ich noch machen soll, wenn ich hingerichtet werde? Fortschritt speichern. Gut, das machen wir. Alles klar, ihr seht, das Ding ist in die Kacke gelaufen. Wir sind jetzt wohl Staatsfeind in der Stadt. Also haben wir offiziell unser Studium geschmissen. Alles geht den Bach runter. Ich habe so das Gefühl, jetzt sind wir schon zu dritt. Hier wartet doch wohl nicht ein Abenteuer auf uns. Ich könnte es mir gar nicht erklären. That captain needs to lay off a bit. Is he planning to grill us the entire voyage? What do you expect? We don't have any sort of identification. Speak for yourselves. Wer bist du eigentlich, Alvin? I can't believe we're heading to Azul. Look, we're leaving Fenmon's Spirit Climb. Ah, an dem Geisterklima lag's, dass alles grün war. Aha. You said you're a med student. Didn't expect that. Hey, can I ask you something? Why did you save us? What's in it for you? Genau, wer bist du? Well, cash, of course. How does saving us make you money? Simple. I figure you must be in serious trouble if the military's after you. Now that I've swung to your rescue and impressed you with my daring do, I can charge you for my services. Charge us what? I'm nearly broke. Same goes for me, I'm afraid. Seriously? I take more than just cash, you know. Don't you have any precious metals? Jewels? Nice. Relatives about to croak? Nothing on me. Everything happens so fast. I doubt I have anything that would sell for a high price either. What exactly do you do, Alvin? You look like a soldier, but you sure don't act like one. You're on the right track, kid. I'm a mercenary. It's better than being a soldier. We don't have to follow orders. We set our own hours, and we help people. For a price. Well, it would seem like you helped us for free. Well, it's a risk of the trade. Maybe I'll find some paying customers in Anjou. Sorry about that. Charity work. Wonderful. Are we there yet? Hat anscheinend in seiner Vergangenheit ein paar Probleme gehabt, die ihn jetzt sich in der Geldsucht vergraben lassen. So interpretieren wir das jetzt mal. Ein bisschen tiefer ist er wahrscheinlich schon. Werden wir aber im Laufe der Story rausfinden. Habe ich jetzt mal so ganz doof im Gefühl. Alvin ist also jetzt Teil unserer Gruppe. Sehr schön. Und wir kommen an einem neuen Hafen an. Mit anderer Farbgebung. Blau. Sieht doch gar nicht so hässlich aus, eigentlich. Hm? Dein Schal ist nicht schön, muss ich jetzt mal sagen. Hard to believe we're in a whole different country. Although it feels just like home. Hm? Well, this part of Azul is hardly what I'd call exotic. Huh. Hey, there's a map. Let me check it out for a bit. Brave kid. The way he plays it cool. Decided to make the best of it, has he? He's not as immature as he looks. Would it kill you to show a little concern? I mean, you dragged him into this, right? He insisted on helping me. I told him again and again to go home, but he wouldn't listen. He's here of his own accord. I see. He believes he got himself into this mess, so now he has to put on a brave face.
So ist es. Und die Frau nutzt einfach aus, dass es so ist. North of here. Wie sie ihm einfach nicht zugehört hat. So? You leaving now? No. Alvin, you must be well versed with the sword. Mercenaries like you must have some battle chops. Well, yeah, of course. Could you teach me how to use one? I don't have the four to back me up anymore. If I can't wield a sword, what's left? The four? Not sure I follow. But I'd be more than happy to teach you. If only you had some cash. So you won't help? Here, how about we make some moolah while I train you? What do you mean? Well, there's got to be some paying customers here in the Sea Haven, right? Let's take a look around. Also, was ist sein Plan? Minijobs annehmen oder was? Nun gut, wir verstehen uns ohne Worte. Alles klar. Oh, neues Tutorial. Wenn du mit einer Figur sprichst, über deren Kopf ein Ausrufezeichen schwebt, tritt ein Nebenereignis ein. Für das Abschließen solcher Nebenereignisse gibt es Geld und Objekte. Suche diese Figuren bei jedem Besuch in der Stadt auf. Machen wir. Alles klar, da steht auch schon die erste von uns. Suche dir Arbeit. Okay, ihr seht, Alvin ist jetzt bei uns. Ich guck mal gleich, ob Alvin in der Lilium-Kugel irgendwas reißen kann. Normalerweise, nee, hat er nicht. Oh, drücke Select, um Autonavigation zu nutzen. Autonavigation führt dich über vorgeschlagene Wege und aktiviert unterwegs Knotenpunkte. Diese Funktion ist sinnvoll bei vielen WP. Aufgebrachte WP können nicht mehr zugewiesen werden. Sei vorsichtig mit der Autonavigation, wenn du bestimmte Arts oder Fertigkeiten möchtest. Aha, man kann quasi automatisch aufleveln lassen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder? Also ich glaube, das war's jetzt. Automatisches Aufleveln, aber zum Beispiel, wenn man viel WP hat, wurde vorgeschlagen. Aber natürlich soll man vorsichtig sein, weil das Ding geht wahrscheinlich dann in andere Richtung, als man es ständig gerne haben würde. Okay, liebe Freunde, dann würde ich doch mal sagen, da vorne ist ein Speicherpunkt, zu dem... Oh, wir können uns unterhalten. This was surging with mana when they activated their so-called Lance of Kresnik. So this must be the key they used to arm it. Do you want something? Whoa, hold your fire. I come in peace. Can't a mercenary have a friendly chat with his clients? That much is fine. But when you want to chat, you needn't hold your breath and sneak up behind me. Sheesh. You make me sound so unsavory. Do you berate poor Jude like this too? I don't intend to berate anyone. That was never my intention. Do try to be gentle with him. Boys can be so vulnerable. That's a surprisingly tender sentiment. That's what it says on my business card. The mercenary with a heart of gold. Those are good words to live by. Although, with a motto like that, I can't imagine you'd live very long. Not the type to sugarcoat things, are you? Ja, sie ist halt kein Mensch. Die hat so eigene Arten. Es hat sowas von Sheldon Cooper eigentlich, wenn ich so mal darüber nachdenke. Ne? So ihre ganz eigenen... Naja, sie hat es in einem Buch gelesen. Was soll man sagen? Wir speichern hier jetzt. Aber mal abspeichern. Abspeichern und dann ein bisschen Wurst in Brot. Mit Brot essen. Brot und Ketchup. Gespeichert. So. Aber, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich weiß, wir sind erst bei 13 Minuten und ein paar zerquetschten. Bevor ich hier jetzt groß anfange, mit Quests anzunehmen, mit dem sprechen wir mal. Landeinwärts von hier gibt es keine großen Städte, bloß ein paar kleine Bergdörfer. Aber angeblich gibt es eine Siedlung, deren Bewohner noch die alte Tradition der Geisteranbetung pflegen. Oh, das ist aber cool. Da müssen wir hingehen. Geisteranbetung, Das hat irgendwas zu tun mit Wichtigkeit. Der Typ hier ist irgendwas. Ah, ein Objektladen ist das, okay. Ich würde sagen, der hatte kein Ausrufezeichen, der hatte irgendein anderes Zeichen. Eisensand. Mhm. Da können wir rein. Ein Gasthaus. Aha. Schön, schön. Hier unten sind auch Leute, mit denen wir sprechen können. Kinder. Vielleicht solltest du weniger über Schiffe lesen und dafür lieber schwimmen lernen. Ich habe noch nie von einem Matrosen gehört, der nicht schwimmen kann. Ich schon. Gab's hier in Deutschland. Ist ja soffen. Schiffe sind sowas von cool. Wenn ich groß bin, werde ich Matrose. Ich lese schon alles, was es zum Thema Segeln gibt. Kinder, die gern mal auf die große See möchten. Dieser Matrose hier ist auch noch. Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber ich habe den Eindruck, dass es immer länger dauert, da aus Fentmons Nachtklima herauszukommen. Könnte es sein, dass sie sich ausbreitet? Ah, wir sind jetzt quasi hier im Nachtklima, oder was? Deswegen ist es die ganze Zeit so dämmerig.
Und er hat gesagt, das breitet sich wahrscheinlich aus. Okay, also, liebe Freunde, virtuelle Zeitverschwendung. Wir werden uns dann hier im nächsten Part auf diesem Marktplatz umgucken, mal ein paar Quests annehmen. Oh. Yes, verlängern. What are you up to? Just trying to organize all of my notes for my thesis. Those in the books at a time like this? You sure are studious. Yeah, probably a waste of time. I'm sure I've already been expelled being an X-marked criminal and all. Ah, cheer up, kid. If I get a chance, I'll testify to the military and the school on your behalf. Shouldn't be hard to make the case that you're just a poor kid who got sucked into this. Thanks. But aren't you a wanted criminal too? Ah, that. I guess I did flee along with you. So if we get captured, I'll testify for you. I'll tell them that you're nowhere near as shady as you look. I'll take it as a compliment. Yes. Okay, also übrigens der Synchronsprecher von diesem Elvin, das war der Synchronsprecher in Tales of Vesperia vom Hauptcharakter wiederum. Obwohl die Stimme dort irgendwie nicht so richtig zum Hauptcharakter passen wollte. Also wenn Jide hier schon relativ jungbübisch wirkt, dann stellt euch den Hauptcharakter von Tales of Vesperia noch mit sehr langen Haaren vor und irgendwie in einem Outfit, was, ich weiß nicht, also die Stimme hat gar nicht gepasst, ist ja doch eine eher prägnante männliche Stimme. Aber gut, liebe Freunde, virtueller Zeitverschwendung. Im nächsten Part, wie gesagt, gehen wir hier rum, hauen uns die Nebenquests rein, als gäbe es keinen Morgen in Tales of Exilia. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Zeigt euch in den Comments, lasst es mich wissen. Daumen nach oben. Empfehlt mich weiter. Oh mein Gott, das habe ich, ist das erste Mal, glaube ich, dass ich das gesagt habe. Empfehlt mich doch weiter, meinen Kanal. Wenn ihr wisst, hey, der und der, dem könnte das auch gefallen, einfach zeigen, dass es mich gibt. Das wäre schön. Ansonsten einfach zum nächsten Part wieder einschalten. Tales of Exilia, ich bin Core P100, der mit der Zahlen dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.